so wie ich die Pflicht zur Schule zu gehen als gesetzliche Pflicht empfunden habe, so habe ich auch diese Verpflichtung, zum Jungvolk zu gehen, angesehen als selbstverständliche Pflicht eines 10- bis 14-Jährigen. Es war also so, dass ich im Alter von 10 Jahren eine Postkarte ins Haus kriegte, dass ich mich am 20. April zu einem Dienst auf dem Schulhof einer Schule in Großflottbek einzufinden habe, um da in das deutsche Jungvolk zu übernehmen. Von Uniform war noch nicht die Rede. Das hieß also, dass ich dann am 20. April, Geburtstag des Führers, zu diesem Dienst hinging, da eine ganze Reihe Gleichaltriger aus meiner Wohngegend und auch aus meiner Grundschulklasse traf. Und dann wurde also gesagt, dass wir nunmehr zum Jungvolk gehörten. Und zwar zwangsläufig und ohne unser Einverständnis einzuholen. Ich persönlich fand das ganz interessant und aufregend, aber das ging nicht allen Gleichaltrigen so. Also andere Gleichaltrige, Schulkameraden, die gaben durchaus zu verstehen, dass sie das als Last empfanden. Denn es gehörte dazu, einmal die Woche, also an einem Wochentag, zum Dienst nachmittags zu gehen, also außerhalb der Schulzeit, und jeden zweiten Sonntag im Monat auch zum Dienst, vormittags dann, anzutreten. Wir lernten zunächst die militärischen Grundkommandos zum Antreten in einer Kolonne, zum Marschieren, zu Grundkommandos wie stillgestanden, rührt euch, Augen rechts, die Augen links oder im Gleichschritt Marsch. Und das wurde zunächst auf dem Schulhof einer Ottensener Grundschule geübt. Und als dann der maßgebliche Jungzugführer meinte, wir könnten marschieren, dann wurde also angetreten auf dem Schulhof. Und dann marschierte man vom Schulhof aus zunächst in die damalige Lagerstraße, jetzt Gaußstraße. Und dann marschierten wir durch Ottensen. Und dazu kamen die leichtathletischen Grundübungen und das wurde auch als Dreikampf wettkampfmäßig abgenommen von der ganzen Truppe. Und das gab dann Punkte und von einer bestimmten Punktzahl gab das eine sogenannte Siegernadel und das war dann so ein kleiner Orden, der angeheftet wurde, den man dann aber nie trug, aber das war eben so eine Art Grundprüfung für den gesamten Jungvolkdienst. Ein ganz anderer Bestandteil waren die Heimabende. Das waren Zusammenkünfte in einem Schulklassenraum. Da wurde dann auch gesungen, es wurden aber auch Vorträge gehalten. Und da wurden dann auch schon politische Themen abgehandelt, also über die Pflichten eines schon 10- bis 14-jährigen jungen Deutschen. Und das wurde dann mit Gesang verbunden. Es wurden NS-Lieder gesungen, aber auch schlichte militärische, also Soldatenlieder. Und das wurde dann gemeinsam gesungen. Und gemeinsam wurden auch Merksprüche gebracht, zum Beispiel die sogenannten Schwertworte des Pimpfen. Pimpf war der Fachausdruck für die Mitglieder des deutschen Jungvolks. Pimpfe sind hart, schweigsam und treu. Pimpfe sind Kameraden, der Pimpfe höchstes ist die Ehre. Und das mussten wir dann im Chor vorsprechen, beziehungsweise dem Führer, der das Ganze leitete, nachsprechen. Einen reichen Erdregen und Feuer und Teller hat bergen lassen. Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler, ich empfand als positiv das Zusammensein in der Gemeinschaft. Und letzten Endes, nachdem man dann in absehbarer Zeit sich eine Uniform gekauft hatte, dann auch das gehobene Gefühl, nun in einer Uniform
durch Ottensens Straßen laufen zu dürfen. Das war natürlich ganz schmeichelhaft für einen Knaben im Alter von 10 Jahren. Nicht? Ab Sommer 1944 habe ich erstmalig bewusst wahrgenommen, dass Lehrer, also Vorbilder, sich gegen das NS-Regime kritisch äußerten. Und da es zum Teil Lehrer waren, die ich hoch schätzte, blieb das nicht ohne Wirkung auf mich. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass ich zu einem Gegner des Regimes geworden bin in dieser Zeit. Das kam erst später. Sondern zunächst habe ich das als kritische Beiträge hingenommen, ohne es mir selbst zu eigen zu machen. Etwas kritisch war für mich der 20. Juli 1944, den ich zunächst als großen Landesverrat auffasste, von dem ich dann aber später, nicht zuletzt beeinflusst durch Lehrer, zum Nachdenken gebracht wurde über den Sinn dieses Vorkommnisses 20. Juli. Und von da an entwickelte sich meine eigene politische Meinung ständig verstärkend im kritischen Sinne bis zum April oder sagen wir vorsichtig mal bis zum Winter 1944-45. Durch den Kopf geht mir, dass ein unheimlicher Missbrauch mit uns jungen Jahrgängen während der Zeit des NS-Regimes vorgenommen wurde. Wir wurden für politische Ziele eingespannt, die nicht unbedingt unsere eigenen waren. Und wir wurden im Sinne einer Diktatur eingespannt. Und es wurde von uns erwartet, wenn auch diese Erwartungen zum kräftigen Teil fehlschlugen, dass wir uns voll für das Regime eingesetzt haben. Aus der Rückschau fühle ich mich für diese Zeit durchaus missbraucht.